Ihr glaubt's nicht, wir haben es auf dem Pferd geschafft. Aha! Ich sitze auf einem Pferd. Ich saß noch nie in meinem Leben auf dem Pferd. Chica hat mich überredet, Chica hat totale Angst. Und ich sitze jetzt ganz alleine auf einem Pferd. Leute, mir steht einfach reiten, oder? Chica wird geführt, weil die so Angst hat. Und ich habe hier mein Pferdchen. Er redet und redet, ich verstehe kein Wort. Wie wunderschön, wir laufen hier lang. Oh. Und ich auf mein Pferdchen. Also, ich finde es richtig geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe auf jeden Fall Todesrespekt vor den Tieren. Die sind schon crazy drauf. Meine Cousine wird jetzt übrigens durchdrehen. Schöne Grüße von meiner Cousine. Und ja, Chica hat richtig Angst, aber mittlerweile reitet sie sogar alleine. Ich bin so stolz auf sie. Aber oh, es ist so schön, wirklich. Ich bin einfach obsessed, ja. Der Hintern von my girl. Der Name ist übrigens Green. Toll. Was ein großer Hund. Chica hat so Angst. Wie süß das denn? Ja, es regnet. Hier ist der Spot, wo ich mein Reel gedreht habe. Nice, oder? Ich lieb's hier. Ready? Ready, set, go! Ja, also wir haben ja gestern den Standort gewechselt und dann bin ich mit dem Auto zum nächsten Hotel gefahren und auf dem Weg haben wir gesehen, okay, da ist ein Wasserfall, lass uns da einfach anhalten. Es war wunderschön, Videos folgen jetzt. Nicht, wie die Straßen hier sind. Ich bin fertig mit den Nerven, ich sag's euch. Im ganzen Wasserfall sind wir dann weitergefahren zum nächsten Standort. Wie heißt die Stadt hier, Port Antonio? Nee, das ist Kingston, Blue Mountains. Okay, wir sind dann, unsere Strecke ging über den Blue Mountains Richtung Kingston. Angezeigt hat er uns 3 Stunden. Ich glaube, wir waren 5-6 Stunden unterwegs. Ich hatte einen Mental Breakdown. Ich habe geweint. Ich hatte, glaube ich, eine Panikattacke. Ich bin gar nicht auf mein Leben klargekommen, weil die Straßen so schlimm waren. Ihr müsst euch vorstellen, das ist nicht mein Auto. Das ist ein Mietwagen. Ich hatte so Angst, dass ich dieses Auto kaputt mache, dass ich irgendwann nicht mehr weitergefahren bin. Ich bin einfach stehen geblieben. Hinter mir stand auf einmal ein LKW, so ein alter Mann, Opa. Und in was für Straßen, ne? So ein LKW. Ich zeige euch gleich Videos. Stand ein alter Mann. Und er steigt aus, kommt zu mir ans Fenster und sagt so, wie kann ich dir helfen? Also er war, was kann ich machen? Also er war so nett und ich so, ich weiß nicht genau. Weißt du, ich saß da so im Bikini. Im Bikini, ich konnte nichts machen. Ich so, I don't know. Und er so, wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder ich führe dich, ich stehe vor dem Auto und ich führe dir den Weg. Oder ich setze mich in dein Auto und fahre. Und ich so, nein, ich habe Angst, dass du mich beklaust und dass ihr uns was tut. Und dass das Auto kaputt geht. Und dann komme ich an und er so, I'm an old man. I was born here. Und er, I know the road. Ja. Und er so, du kannst mir vertrauen und hab mehr Selbstvertrauen, du schaffst das und so. Und ich konnte nicht mehr, ich war so fertig mit den Nerven. Ich so, okay, setz dich in mein Auto. Ich war so im Schock, dass ich mein Handy, Reisepass, Geld, alles im Auto gelassen habe. Ich habe einen fremden Mann in das Auto gelassen. Wir beide saßen nicht im Auto drin. Ich war so fertig mit den Nerven und dieser Mann hat einfach meinen Arsch gerettet. Wenn ihr langfahrt, guckt euch das mal an. Was für Dings hier sind. Schlaglöcher. Das Auto passt hier alles, ne? Aber jetzt guck mal da. Scheiße. Was machen wir jetzt? Das ist wirklich bodenlos. Ich bin fertig mit den Nerven. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Guckt euch das mal an. Das ist eine Straße. Da muss ich jetzt lang. Oh, wünscht mir Glück.
Ich fahre nicht mehr. Hier kam gerade so ein süßer OP von Jamaika. Und ich habe Angst, dass du mich beklaust. Ich bin nackt. Guck mal, ich habe mein High Heel. Also, nein. Look at him. Look at him. Ich bin ein Alter. Ey, wenn das meine Mutter sieht. Wow. Oh, no. Wow, wow, wow. Dieser Mann hat innerhalb von 5 Sekunden das Auto über diese Straßen gefahren. Ich war fertig mit den Nerven und er hat gesagt, pass auf, my darling, du hast noch 1,5 Stunden, ich fahre dir hinterher. Und wenn du es nicht schaffst, über die Straße zu fahren, dann steige ich aus und fahre dir dein Auto darüber. Genau hinter dir. Ja. So beruhigt, ne? Er war so süß. Und irgendwann, ich stand vorm Auto und ich war am Heulen, ich konnte nicht mehr. Und er sagt, give me your hands. Und ich habe ihm dann meine Hände gegeben. Und er sagt, say, I can do this. Und ich habe durch die ganzen Berge geschrieben, ich kann das. Thank you. Oh, that's a lot of fun. Und ich habe durch die ganzen Berge geschrieben, ich kann das. Und er so, hab mehr Selbstvertrauen. Du schaffst das. Er war so süß, ne? Ja, er war, ich schwör's euch, er wurde uns geschickt, ja. Wir waren wirklich verzweifelt. Ja. Boah, das war so krass. Das war so schlimm, das war der schlimmste. Dieser alte Mann ist uns wirklich die ganze Zeit hinterhergefahren. Ich glaube, es ist auch 2-3 Mal noch passiert, dass ich stehen bleiben musste. Er musste das Auto über die Straße fahren. Es war so, so schlimm. Und er war so lieb einfach. Er die ganze Zeit, take your time. Ja. Und lass dich nicht hetzen. Und die haben die ganzen Straßen für mich aufgehalten, ja, dass keiner mir zu schnell entgegenkommt. Aber auch jeder andere so ist angehalten. Er meinte so, ja, take your time. Jeder ist angehalten. Wir haben vorgecheckt, so, okay, das ist nicht von hier. Ja, okay. Wie die da auch durchgerast sind, ne? Das war echt heftig. Ich kann das nicht. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Videos so von unserem Trip. Es war wirklich die Hölle. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Nie wieder. Ich bin schon wirklich in vielen Ländern Auto gefahren, ne? Aber die Straßen hier, das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Wirklich. Boah, das war so heftig. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Und ich dachte, wir werden ausgeraubt, wir werden vergewaltigt. Ja. Die checken, die dass wir gay sind. Wenn Gangster kommen mit Motorrad, dann fährst du durch irgendwelche Straßen, wo... Boah, das war schon... Also wir sind jetzt in einem Hotel und wir sind tatsächlich deren einzigen Gäste. Und wir haben schon vermutet, weil wir gestern noch ganz alleine hier saßen und man merkt, dass wir die einzigen sind. Also die geben sich voll Mühe. Es ist hier mitten im Urwald. Ja, und da oben ist unser Zimmer. Ich werde nichts sagen, die sind alle super nett hier, aber ich bin so froh, wenn wir hier weg können. Es ist so gruselig hier. Meine Frau hat nicht eine Sekunde geschlafen. Okay, doch, du hast geschlafen. Ich lasse euch waschen. Sie war oft wach, weil sie halt Angst hatte, dass uns die Kerle verfolgen. Oh, meine Freundin ist wieder da. Sehr cool. Hi. Baby. Ich habe die gestern Abend schon gefüttert. Die ist so klein, die kann nicht mehr. Hi, Baby. Ich würde die jetzt sofort mitnehmen, ne? Wir sind in Kingston, in der Hauptstadt angekommen. Dementsprechend sieht auch der Strand aus. Wir sind an einen Strand gegangen, der eigentlich nicht für Touristen ist, sondern nur für Einheimische. Und dann liegt hier auch mal ein bisschen Müll rum. Boah, der Himmel sieht aus, als ob es voll das Unwetter wäre, aber ist gar nicht. Der Strand ist trotzdem sehr schön, aber keine weißen Menschen hier, ne? Also hat man auch ein bisschen Respekt, hier überhaupt hinzugehen, weil man wird ja auch voll vor Kingston gewarnt und so. Aber die Neugier auf Stranderfahrungen ist einfach ein bisschen größer. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Verhängnis. Chica und ich streiten uns auch deswegen ab und zu mal. Weil sie ist immer so ein bisschen vorsichtiger und ich bin so, ach, lass uns einfach machen. Sehe so voll das Gute in den Menschen. Ja.